Das Gerät ist angeschlossen an diese Leitung hier. Die sehen die ist gelb. Bei unseren HORI-Netzen ist es so, dass die gelben Leitungen stromführend sind. Das heißt, hier sind die stromführenden Leiter drin eingearbeitet und die schwarzen Leitungen sind nicht stromführend. Die schwarzen Leitungen sind hier senkrecht und auch die unterste Bodenlitze, das heißt, die sind nicht stromführend und die gelben horizontal verlaufenden, die sind stromführend. Die Herzklemme ist hier angeschlossen. Der Strom oder die Energie, die jetzt vom Weidezaungerät kommt, verteilt sich dann hier auf die horizontalen Leitungen und wird hier über diese Metallklemme weitergegeben an das nächste Netz, sodass auch das entsprechend elektrifiziert wird. Jetzt könntest du das Gerät einschalten und den Zaun auf Funktion prüfen. Für schwer zu hütende Tiere wie Schafe, Ziegen, Wildschwein und so weiter empfehlen wir eine Spannung von mindestens 3000 Volt, besser 4000 Volt oder sogar noch mehr an jeder Stelle des Zaunes. Ja, das haben wir doch. Wunderbar.